Ich habe nicht gedacht, dass dieses Wochenende so viel Kraft kosten wird. Das war schon charakterbildend, dieses Wochenende. Ja, uns erwartet das zweitlängste Nordschleifen-NLS-Rennen in der Saison 2023, ein 6-Stunden-Rennen. Wir durften mit einem Porsche 911er Cup MR in der SP Pro-Klasse starten mit den Fahrern Christoph Breuer, Kiki Sagnana und meiner Wenigkeit. Ja, der Plan ist, dass wir jetzt natürlich erstmal so einen Rollout machen. Das Auto war so noch nie auf der Nordschleife. Der Christoph wird jetzt einfach mal mit neuen Michelin Swift zwei Runden Rollout machen, weil der Christoph ist natürlich auch noch hier bei Mantai eingebunden in so einem Dauerlauf oder Test. Christoph, muss ich dazu sagen, war natürlich auch eingespannt an diesem Freitag. Das war nicht optimal, das wussten wir vorher, aber das hat so ein bisschen zu diesem ganzen Wochenende gepasst. Christoph war in einem Werksprojekt oder Mantai-Projekt eingebunden. Wir waren zwar in der gleichen Box, das haben wir extra so vorher besprochen, aber er war bei Mantai mit so einem GT2 RS Clubsport da und 992 Cup, die haben da Sachen probiert und Christoph war eigentlich immer nur so halb da. Das war vor allem, nein, klar, aber ich habe einfach gedacht, ja, es funktioniert schon, ist ja ein Porsche. Wichtiges Auto, es muss alles gut sein, wo ich von ausgehe. Und ja, ein kleiner Check jetzt von Christoph, dann Kiki, dann ich und dann geht das so weiter heute bei bestem Wetter, 26 Grad. Einfach mal die Nordschleife genießen und ein geiles Auto genießen. So, grundsätzlich war der Freitag einfach mal da, um die ersten Meter mit diesem Auto auf der Nordschleife zu machen und einfach mal dem Kiki und mir nochmal die Chance zu geben, sich überhaupt direkt an so ein schnelles Auto wieder zu gewöhnen. Weil so ein Auto ist schon schnell. SP9 ist natürlich schneller, aber so ein Auto ist plus minus so schnell wie so ein neues Cup-Auto vom Porsche. Das war grundsätzlich das Ziel, aber es ist einfach eine Katastrophe gewesen. Okay, Copy, jetzt Box. Christoph ist ins Auto, ist eine Runde, glaube ich, nur gefahren und sagte, ja, fährt so weit. Sonst fährt es grundsätzlich alles langsam und mittelschnell sehr gut. In schnellen Passagen war ich was zu langsam. Okay. Dann habe ich gesagt, komm, ich nehme mich eh zurück an dem ganzen Wochenende. Erstmal gucken, dass Kiki sich wohlfühlt. Kiki geht ins Auto. Okay. Ja, all good. Enjoy! Ist, glaube ich, eine Runde Nordschleife gefahren, hat direkt durchgefunkt, ich komme in die Box, unfahrbar, Auto schlägt, boltert, macht, tut. Im Leben nicht, kann nicht sein. What was with the front wheel? I feel the front is loose, something loose. A lot of vibration, mm-hmm. And the brake, if you brake, and you turn, the thing muted out of the car. Die Vorderachse fühlt sich loser an und beim Bremsen geht das Lenkrad in alle Richtungen. Natürlich muss man auch sagen, das Team war neu. Dazu hatten wir grundsätzlich bis donnerstags vorm Rennen haben wir eigentlich gedacht, noch einen Ingenieur und einen externen Mechaniker zu bekommen, die sich sehr gut mit diesem Auto auskennen, die uns unterstützen sollten an dem Wochenende. Keine Ausrede, aber es ist Fakt. Die haben uns dann so um 4 Uhr donnerstags
vorm Rennen wurden die uns abgesagt. Ist halt so. Mussten wir akzeptieren. Wir konnten jetzt auch nicht sagen, deswegen fahren wir nicht. Dadurch war das natürlich alles ein bisschen hektisch, gerade wenn natürlich sowas passiert. KB bringen. Was? Federteller gebrochen. Zwischen der Helferfeder und der normalen Feder. Dadurch die Vibration, die Kiki beschrieben hat, haben wir das Auto direkt hochgespockt und haben gesehen, dass auf der linken Seite beim Fahrwerk eine Führung gebrochen war und wahrscheinlich auch dadurch, durch das Brechen des Fahrwerksteils, ist unten der Querlenker ausgeschlagen und auf der anderen Seite irgendwie auch. Hat es damit das krasse Problem war? Vorne rechts haben wir auf jeden Fall Spiel. Wo? Vorne rechts, Spurschwankkopf. Okay. Dann, die Jungs erstmal Vollgas-Attacke, haben dann vielen Dank da auch an Porsche und an Mantai und Porsche Motorsport, haben uns dann wirklich geholfen mit Cup-Spurstange hier und da, Federn ausgebaut, das Fahrwerk zu KW gegeben, KW uns direkt den Dämpfer wieder revidiert innerhalb von, also wir haben glaube ich 3 Stunden, 4 Stunden verbracht. Auto musste wieder neu vermessen werden und so. Dann, Auto raus, dann habe ich mich reingesetzt, war Auto leider immer noch unfahrbar. Unfahrbar heißt, es fuhr sich scheiße, plus wir hatten Vibrationen in dem Auto, glaubt es mir, ich habe gedacht, der Vorderwagen bricht ab. Das waren Vibrationen auf der Bremse, immer nur auf der Bremse. Immer wenn du die Bremse nur angetitscht hast, hat das Auto vibriert wie Sau. Wir haben Bremsscheiben getauscht, Bremsbeläge getauscht, neu, wir haben alles ausprobiert. Und sowas werdet ihr nie bei anderen Teams hören. Glaubt mir, das passiert ganz, ganz häufig. Aber wir werden definitiv jetzt nicht anfangen, alles nur schön Wetter zu reden, weil wir meinen, wir werden jetzt irgendwer. Bei uns ist Real Talk angesagt, das Auto. Ich habe wirklich gedacht, wir sind die ersten Menschen. Wir haben keine Ahnung von nix. Das Auto fuhr nicht. Und Christoph Breuer, der glaube ich so einer der erfahrensten auf diesem Gebiet ist, der einfach unfassbar gut ist, hat auch gesagt, also ich will das gar nicht jetzt schlecht oder gut oder dramatisieren. Wir waren einfach ratlos. Da stimmt irgendwas nicht mit der Spur. Hallo, da stimmt irgendwas nicht mit der Spur. Okay. Du kannst keine Rechtskurve fahren. Fliegst du direkt ab. Okay. Wie gesagt. Könnt jetzt alle wieder sagen, nur die können es nicht, es ist immer nur bei euch. Schaut einfach mal in der Historie, wie oft auch Werksteams auf einmal Autos nach 2 Stunden aus dem Rennen genommen haben, weil sie einfach irgendeinen Fehler am Auto haben, die sie vorher nicht finden konnten. Nachher ist es immer einfach. Und umso performanter ein Auto ist, umso schwieriger wird es. Aber ja, da haben wir definitiv einen 6er im Lotto gehabt. Der Freitag war eine Katastrophe. Wir haben von geplanten 30 Runden, die wir fahren wollten, haben wir, glaube ich, wir sind 5 Runden gefahren. Kiki ist 2 Runden Nordschleife gefahren und Christoph, glaube ich, 3. Das war's. Und das Auto war am Ende des Tages unfahrbar von allen Bedingungen. Weil wir natürlich aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht alles wussten. Jetzt, 4 Wochen danach, ist das einfach. Das ist besser, das aber ist trotzdem immer noch schön. Ja, du hast halt gemerkt, auf dem Reifen war was drauf. Also das ist jetzt mit saubererem Reifen deutlich besser. Ja. Aber es ist immer noch so, dass Rechtskurve übersteuern, das ist als Linkskurve. Das Linkskurve ist Auto richtig stabil. Und sowas wie hier unten Kurzanbindung, das halt hat man Hand. Aber so Flugplatz und so ist auch Linkskurve, ist es Rechtskurve, ne? Wenn da der Arsch kommt oder so, das ja, ich kann es ja nur sagen. Also, ja. Du denkst aber vom Messthema, oder? Ja, aber wir haben jetzt zweimal mal vermessen, was verkehrt gemacht. Mhm. Ja, oder ist es irgendwie Sperre, was auch immer. Ja. Aber komisch ist halt, das war heute Morgen so stark, ist definitiv nicht. Am Ende vom Lied ist, die Jungs haben freitags bis 2:30 das Auto komplett nochmal auf den Kopf gestellt und haben das nochmal sauber wieder zusammengebaut. Da ist dann rausgekommen, dass der Laser falsch im Gehäuse drin ist, dass der um 1,5 mm schief sitzt. Und ihr müsst eins auch wieder wissen, so ein Cup MR SP Pro hat einen GT3 R Vorderreifen sozusagen. Und da wäre jeder Millimeter Höhenversatz, ist einfach direkt, Auto fährt nicht. Und das hat man natürlich im Hinterkopf.
Aber ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen. Wir haben zwei Messsysteme hier und der Laser ist Laser. So, aber der Laser, den neuen, den haben wir vorher noch nie benutzt, der ist der Laser im Gehäuse anscheinend ein bisschen schräg eingebaut. Und dadurch haben die Jungs dann beim Vermessen richtig gemessen, aber falsch vermessen, weil der Laser halt falsch war. Das haben wir aber in dem Moment noch gar nicht gecheckt. Das sage ich euch jetzt, weil ich es heute weiß. Das Auto war unfahrbar. Also das heißt, es hat keiner einen Fehler in der Vorbereitung gemacht. Es hat keiner, das kann ich euch heute sagen, und es war auch nichts an diesem Freitagnacht, in dieser Freitagnacht-Session ist nichts bei rumgekommen, was wir hätten vorher nicht gesehen. Alle waren eigentlich ratlos und haben gesagt, es ist einfach so, es ist alles fest, es ist alles vernünftig vermessen, wir haben mit 6 Augen drüber geguckt, das Auto steht 100% so, wie es stehen muss. Und dann war Samstagmorgen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Das Rowe 6-Stunden-Rennen steht auf dem Programm der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Der 5. Lauf der Saison bei, ich würde mal sagen, nahezu perfekten Witterungsbedingungen. Herrlichstes Wetter in der Eifel. Ja, ich denke, das macht Geschmack auf mehr. Schauen auf die Uhr. Gleich tickt die Uhr in Sachen Qualifying, nämlich in 15 Sekunden. Wird also dann die offizielle Zeitenjagd eröffnet? Der Plan war grundsätzlich, dass wir gesagt haben, okay, mit dem Wissen, wir haben keinen Fehler gefunden, außer, klar, das mit dem Laser. Die Angst, dass das Lenkgetriebe los wäre, ausgeschlagen wäre, dass die Spurstangen ausgeschlagen wären, das war Samstagmorgen klar. Es ist nicht so. Es war alles fest, es hat nichts Spiel gehabt. Deswegen, das hat uns schon mal beruhigt. Christoph ist dann ins Training gestartet. Und sagte, es ist besser, Auto fährt. Dazu muss ich sagen, dazu komme ich ganz am Ende, löse ich auf, was das Hauptproblem war, dass die Vibrationen beim Bremsen auch fast weg wären und dass das Auto erstmal fahrbar wäre. Nicht 100% schön, aber es würde fahren. Also ist definitiv besser wie gestern, also am Ende, ne? Aber der neue Reifen wird relativ viel kaschieren. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt Runde 3, 4, 5 ist. Ne? Weil auch in der 2. Runde war es halt schon wieder viel mehr Bewegung im Auto, undefinierter. Die erste Runde hat sich echt gut angefühlt. Ja, ich würde jetzt mal überlegen, ob wir am Dämpfer noch was ändern. Willst du danach noch mal rein, anstatt ich? Ich muss jetzt nicht unbedingt. Wir haben aber ja relativ viel Zeit. Wir haben bis 10 Zeit. Ja. Kannst du jetzt erstmal 2 Runden fahren? Ja, dann ist, der Kiki kommt um 40 und dann ist vorbei. 35, dann kann ich nicht noch 2 Runden fahren und du noch. Ja, klar kann ich auch. Ich kann am Ende noch fahren, das geht schon, das geht sich aus. Also ich muss aber nicht fahren, so kann ich sagen. Ja, macht aber ja keinen Sinn, nicht zu fahren. Mir geht doch nur um Fahrzeit im Rennen. Ja. Lieber, dass wir da 1, 2 Sachen noch finden, dass das Auto einfach konstanter oder besser ist, dann komme ich schon mit klar. Ich habe genug Runden heute im Rennen. Aber ansonsten war bei mir jetzt Bremse unauffällig. Ja. Leichte Vibration, wenn man ganz leicht nur bremst, aber mit ganz leichte Vibration. In dem Moment mit meinem Bremsdruck hat eigentlich gar nichts. Ja, Hinterachse, schnelle Passage, würde ich noch ein bisschen mehr Flügel wahrscheinlich machen. Aber sonst. Flügel, ja. Oder fahre über vorne wahrscheinlich. Also ich wäre dafür, Kiki kommt rein und wir machen das und dann hast du nämlich den Reifen in Runde 5 und 6 nochmal. Wenn du nach mir kommst, hast du eine Runde 8, 9. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich bin dann gar keine Runde mehr gefahren im Training, im Quali. Kiki ist noch eine Runde gefahren. Kiki war nicht wirklich begeistert. Und gerade in diesen Situationen sehe ich auch, wie ich mit dieser Situation umgehe. Wie gehen meine Fahrerpartner damit um und wie geht mein Team damit um? Weil wir haben ja was vor nächstes Jahr. Und wenn alles immer Sonnenschein ist, dann ist immer alles toll. Und für mich war auch klar, solange es ich nicht unnötigerweise einen Unfall riskiere, wo sich jemand verletzt oder wo man sich wehtut oder wo man einfach unnötig ein kaputtes Auto hinstellt, gerade weil es nicht mein Auto ist, sondern Steffen, fahren wir. Und ich muss sagen, die Motivation, dass wir da irgendwie die Weltherrschaft schaffen, war eh nicht da. Es war einfach nur die Motivation, dass wir das irgendwie so zu Ende bringen, wenn ich jetzt 3 oder 4 Wochen später danach nochmal spreche, sagen kann, ey, wir haben aber alles probiert und wir haben einen sauberen Job gemacht. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann das Rennen gesagt, wir starten das Rennen mit einem Auto, wo wir sicher sind, es ist alles fest und es ist nichts
Obwohl wir immer noch dieses Problem hatten, dass es nicht 100% schön fuhr. Radio check, radio check. Loud and clear, loud and clear. So. Have fun. Wir haben gesagt, Kiki, möchtest du im Start fahren? Dann Kiki sagt, ja. Und er hat einfach, ich sag mal, das frischeste Auto. Die Bremsbeläge waren wieder neu, die Bremsscheiben waren wieder neu. Das Auto ist einfach viel frischer wie nach dem dritten Stint. Es ist einfach Fuck. I just want to say the steering wheel keeps my hand very, very hard. Every time I touch the brake, it's a lot of vibration from the front wheel. A lot of vibration from the front wheel. Aber er sagte, ja gut, es ist halt so. Mit dem Wissen, es ist alles fest. Copy. Box now, box now, driver change. Please re-prepare. Danny will be assisted by Christoph. Also einmal war es ja so, dass ich natürlich bei dem Fahrerwechsel nicht viel mit Kiki gesprochen habe. Ich habe nur bei Kiki gemerkt, er ist total erschöpft. Es war natürlich unfassbar heiß. Hab da nicht viel über das Auto erfahren. Von den Zeiten her und so hat man gemerkt, dass der Kiki da am Pushen war. Obwohl ich ja wusste, dass wir nicht optimal unterwegs sind und einen scheiß Freitag schon hatten, habe ich mich einfach auf meinen Stint gefreut. Und habe mir dann nur gedacht, beim ersten Mal anbremsen in der Mercedes Arena, ach du Scheiße. Erstens habe ich trotzdem gesagt, ey, was wir hier machen können, können nicht viele. Ich versuche es zu genießen. Für mich war es persönlich einfach nochmal geil, in so einem Auto zu sitzen, nochmal das Ganze wieder zu erleben. Das ist unabhängig von der Situation. Das Problem war einfach, mit den Vibrationen war fast schlimmer wie Freitag. Du hast schon gemerkt, dass das Auto definitiv, sag ich mal,
nicht 100% in der Balance war, aber es war super. Es war fahrbar, was das angeht. Aber die Bremse hat dich halt gekillt. Ich habe meinem Team und dem ganzen Projekt vertraut, dass alles fest ist. Das wussten wir ja. Und habe einfach so ausblendend fahren. Und das habe ich dann auch 8 Stunden lang getan. Box, Box. Genau wie der Katastrophe, ja? Durchhauen gut, aber leicht bremsen, schlägt der Lenkrad aus der Dings. Mit dem S9 weiß ich selber. Ich bin nicht auf Temperatur, aber sonst. Fette ist da. Keine Nebengeräusche. Brauchst du noch was? Ich hab dich eingesteckt. Ich bin dann aus dem Auto raus, brauchte auch nicht schönreden, also definitiv Auto fuhr, aber halt mit extrem negativen Eigenschaften. Und natürlich gibt es dann 2 Optionen. Du sagst, ey, das bringt hier gar nichts, lass uns hier abstellen. Und auf der anderen Seite kannst du sagen, hey, obwohl es ja um nicht viel geht, außer um Fahrzeit, technisch ist das, oder fahrbar ist das, mit extremen Einschränkungen, aber es ist auch nicht, die Bremse hat ja gebremst und sowas. Es ist ja nicht so, dass du sagst, deswegen fliegst du extra eher ab. Du bist einfach nur langsamer. Und Kiki ist dann auch nochmal einen kurzen Stint gefahren, glaube ich, von 5 Runden. Ich bin weitergefahren, ich bin dann nochmal einen Stint gefahren und Christoph zum Schluss. Summa summarum bin ich mit der Performance oder mit dem eigentlichen Rennen können wir nicht zufrieden sein, weil wir mit einem Auto, weil wir die ganze Zeit mit einem, wie ein angeschossenes Reh, ja, wir sind von einem Löwen weggelaufen und waren die ganze Zeit angeschossen, ja? Das Ganze, wir sind zwar entkommen dem Löwen, ja, aber wir sind fast verblutet, sagen wir es mal so. Und es ist auf jeden Fall gut gegangen nochmal. Und was aber geil ist, dass wir weitergelaufen sind, dass wir nicht stehen geblieben sind und haben gesagt, komm, dann fress mich einfach. Im Endeffekt, wir konnten es nicht ändern. Aber wir haben es zu Ende gebracht. Ich möchte sowas nicht mehr erleben, bin ich ganz ehrlich. Aber wir konnten es in dem Moment absolut nicht ändern. Ja, die Platzierung und das Fazit. Platzierung, wir sind Erster in der Klasse, weil wir auch allein in der Klasse waren. Wir haben das Ding Überlebenspokal genannt. Mehr war das nicht. Und Fazit ist, dass das Team definitiv das richtige Team ist, ich da definitiv Bock drauf habe. Und wir in solchen Zeiten, wo man dann einfach nur denkt, was machst du hier eigentlich, einfach weiterziehst. Und das Auto nicht einfach wie es auch man hätte machen können und uns auch keiner irgendwo hätte sagen können, ey, was seid ihr für los? Und einfach sagen können, Jungs, ich schieb das jetzt mal beiseite, das Thema ist für uns gelaufen, weil wir finden den Fehler nicht. Also es war jetzt auch nicht so eine Harakiri-Reaktion, wo wir nicht wussten, ist das jetzt fest, ist da doch vielleicht irgendwas Wichtiges kaputt, weil alle wichtigen Teile an diesem Scheißkoffer haben wir halt auch 3-mal auf den Kopf gestellt. Was jetzt? Also das Auto ist bis jetzt noch nicht gelaufen. Wir werden beim 12-Stunden-Rennen ein Rollout machen, freitags. Weil wir mit dem Auto NLS 9 nochmal starten werden, mit der gleichen Fahrerpaarung. Es wird so sein, dass wir eine Charge Bremsbeläge bekommen haben, die das Problem hervorrufen. Aktuell ist die Aussage von denen, wo wir auch die Belege her haben. Wir haben das Feedback bekommen, genau auf diesem Auto, von dieser Charge diesmal, gibt es extreme Probleme beim Bremsen mit Vibration. That's it. Bremsbeläge krumm ziehen. Es gibt ein Team, was das bei einem anderen Fabrikat Anfang des Jahres hatte. Ich erinnere nur an ein Team, ich will dann auch jetzt, da kann das Team auch nichts für. Da ist ein bestimmtes Auto nach dem Boxenstopp immer einfach in der Fastlane stehen geblieben, weil die Bremse zusammengebacken ist. War wohl auch ein ähnliches Problem. Da kannst du nur dumm gucken. So, und wir werden jetzt mit dem Auto beim Rollout eine neue Charge Bremsbeläge und Scheiben bekommen und den Koffer in die Füße treten.